Servus, Leute, was geht ab? Hallo, ist wieder am Start und heute mit einem, ja, es sieht ein bisschen komisch aus, ich weiß, ich fühle mich auch super unwohl. Ich habe meinen kleinen Raum ein bisschen umgeräumt. Ihr fragt euch jetzt sicher, was das alles hier ist. Erstmal. Das hier ist die Luchis, die ihr wahrscheinlich auch im letzten Video schon gesehen habt, die mir der Fabian vorbeigewartet hat, der sogar hinter der Kamera sitzt. Welch ein Wunder. Hallo Fabian. Guten Abend. Und jetzt fragt ihr euch, was macht in dieser Koffer hier? Um diese Luchis natürlich aufmachen zu können, braucht man schweres Geschütz. Ich habe mich jetzt mal hier mit meinem super geilen Werkzeugkoffer ausgestattet. Wir haben Handschuhe, wir haben natürlich ein Cuttermesser. Und eigentlich brauche ich nur das Cuttermesser daraus. Deswegen, Dankeschön, lieber Werkzeugkoffer, du bist ja absolute Wahnsinn. Gut, dass ich dich habe. So, Legia, grüß dich, schön, dass du da bist. Jetzt geht's aber an die Luchis. Auf geht's, Cuttermesser. Vorsichtig, nicht für kleine Kinder. Immer schön auf hohen Schränken aufbewahren, die Teile. Hier, die beiden öffnen, das wurde mir gesagt. Und dann, damit ihr das natürlich auch sehen könnt. Meine erste Luchis, ich freue mich sehr. Vielen Dank dafür. Und jetzt gucken wir uns erstmal Februar, das für den Monat Februar, ist ja ganz klar, ne? Wir gehen jetzt Schritt für Schritt, gehen wir alles durch. Es scheinen mir schon ein paar Sachen entgegen, auf die ich mich sehr freue, denn, wie ihr wisst, ich grabe mich einfach mal direkt durch. Tadam! War ich letztens sogar mit Fabian, was für ein Zufall, in dem Film Deadpool. Der absolute Wahnsinn, der Film war super geil. Vier exklusive, wir machen es mal mit der Kamera. That's what she said. So, hier Deadpool, Leute. Vier exklusive Stories. Short Stories. Mega nice, oder? Soll ich die vorlesen? Jetzt? Nein, auf gar keinen Fall. Deswegen. Ich brauche für die nächste Loot Chest brauche ich einen größeren Tisch. So, wir machen weiter. Hier haben wir ein Shirt. So wie es aussieht. Nice. Erstmal auspacken, ne? Und euch zeigen natürlich. Na, was kann man erkennen? Immortan Joe's Customs. Alles klar, das sieht toll. Da müssen wir doch mal direkt. Das super gute, tolle bei dieser Luchis ist, man kann direkt nachschlagen, was man alles davon kennt. Und weil ich euch natürlich auch vorlesen muss, was da drin steht, werden wir dieses nette Teil einfach mal suchen, damit ihr quasi herausfindet, was das sein soll. Immortan Joe ist nicht nur für sein grimmiges Aussehen und Dasein als Superbösewicht in Mad Max Fury Road bekannt, er hat auch ein starkes Fable für außergewöhnlich aufgemotzte Protzkarren. Sowas findet ihr dann in diesem super starken Lootbook. Ne? Also, nächstes Shirt für mich. Quasi anziehen und weitermachen. So, dann haben wir hier, sehr, sehr geil, sehr, sehr, ein Bierglas von Family Guy. Passt natürlich, ich trinke gern Bier, deswegen Family Guy, auch ruhig mal wieder mit der Kamera hier, guckt euch an. Ein Bierglas. Danke dafür, sehr geil. Auspacken, oder? Meistens sind die Sachen ja mehr wert, wenn man sie eingepackt lässt, ne? Aber ich will es ja auch vielleicht noch verschicken, aber das Bierglas werde ich auf jeden Fall nicht verschicken. So, von daher weitermachen. Mein T-Shirt zieht sich immer von alleine wieder aus. Ach, so, über die Schulter. Was haben wir hier, Feines? Batman! Ich bin Batman! Das packe ich natürlich aus, weil das war gar nicht so super eingepackt. Eine Sporthose! Guck, mit Schlitz. Oder? Glory Hole. Nein, Cut. So, weitermachen. Müll, weg. Was haben wir hier? Das müsste Mittelerde sein. Ja, krass. Steht sogar drauf. Middle-Earth. Geil, und hier hinten haben wir Frodo. Beutlin. Frodo. Der Hobbit. Geil, Unexpected Journey. Auch sehr, sehr schick. Wo? Hier vielleicht oder da? Irgendwo werden wir die aufhängen. Mal gucken. Was haben wir hier denn noch Feines? Halleluja. Das, glaube ich, muss ich mit dieser Kamera hier aufnehmen. Guckt euch das mal an. Von Star Wars. Ein Flametrooper. Eine Sammelmünze. Abgefahrener Shit. Ich glaube, ich werde ein Münzensammler. Ab jetzt. Was haben wir hier?
Pop Rocks. Popping Candy. Poppen kenne ich. Ich kenne aber auch Popcorn. Schmeckt das? Ja. Ist das, hast du das schon probiert, Fabian? Ja. Nach was schmeckt das? Nach lecker. Nach lecker, sehr gut. Also? Probier's halt. Achso, ich das knisternde Zuckerware. Wir machen den Selbsttest. Erstmal gucken, wie es aussieht. Abgefahren, guck mal, Jan. Total scharf stellen, bitte. Hallo? Ja gut, dann nicht. Guckt euch an. Ihr könnt ihr sehen, sieht ein bisschen aus wie gelbes Crystal. Deswegen direkt mal auf die Hand damit und mal ein bisschen probieren. Mmh, es schmeckt deliziös. Wer von euch möchte was? Kann ich ja noch verschicken. Die offene Tüte. Möchtest du was, Fabian? Nee, danke. Schade. Aber es schmeckt wirklich lecker. Also wenn jemand irgendwo da draußen ist, ne, der auch die Februar-Lutsches hat, der darf das gerne in die Kommentare schreiben. So, weiter geht's, Freunde. Wir sind noch nicht fertig. Ja, ihr habt gedacht, ne, das war alles. Falsch gedacht. Boah, das ist einfach richtig das Monster. Panini-Box von Assassin's Creed Unity. Das muss ich eigentlich... Eigentlich muss ich es eingepackt lassen. Aber eigentlich muss ich es auch aufmachen. Deswegen, weil es ja meine Loot-Chest ist, mache ich es auf. Und zeige euch den Inhalt, wenn ich es aufkriege. Natürlich kriege ich es auf. Geiles Buch. Also ich bin ja überhaupt kein Buchleser. Ich kann lesen, aber ich habe immer das Problem, ich schlafe immer ein beim Lesen. Ich finde das einfach zu anstrengend. Mein Kopf muss sich zu sehr anstrengen. Deswegen spiele ich lieber Computerspiele. So, was ist denn das für ein abgefahrenes Buch? Was ist denn das für eine Binde hier? So, erstmal den Verband lösen. Wahrscheinlich war das Buch verletzt. Wahrscheinlich war das Buch verletzt. So, willkommen bei Abdiago. Abgefahrenes Buch. Also ich muss wirklich sagen, ich kenne mich mit Assassin's Creed nicht so aus. Ich habe den Multiplayer bei einem Kumpel immer gespielt, weil das fand ich richtig witzig, den Multiplayer. Aber so von der Geschichte kenne ich mich nicht so aus, aber ich finde das finde ich super geil. Ein bisschen habe ich die Story gezockt. Deswegen, also wirklich, wer sich dafür interessiert, ist natürlich der absolute Wahnsinn. Ich finde es ein mega geiles Buch und deswegen kommt es mir wahrscheinlich auch in den Hintergrund. Leute, das, wir blättern jetzt nochmal hier durch dieses kleine Heftchen durch. Palim, palim, fertig durchgeblättert. 10% Rabatt auf alles mit diesem Code. Leute, das ist der absolute... Mensch, hier kann man richtig was lernen in diesem Buch. Heft. Heft. Das ist ein Buch. Das ist ein Heft. Mensch. Absoluter Wahnsinn. Leute, das war meine erste Loot-Chest. Total geil. Fabian, was sagst du dazu? Sauber. Sauber? Sauber. Danke dafür. Leute, ich freue mich auf jeden Fall auf jeden Kommentar, ob ihr die ganzen Sachen, ob ihr das natürlich gekannt habt alles und ob ihr eine Loot-Chest habt, also bekommen habt im Februar. Ob ihr euch natürlich, ich werde es unten verlinken, ob ihr euch zum Beispiel im März auch eine holen möchtet, ist natürlich, ich weiß jetzt gar nicht, irgendwo glaube ich stehen auch die Preise von den Sachen. Also man kann nämlich, ich habe die Preise von den Loot-Chests nicht im Kopf. Aber jetzt zum Beispiel hier, das Shirt 15 Euro wert, die Spardose 8 Euro, die Family Bierglas 10 Euro wert, das Buch kostet 40 Euro, wenn ihr das kauft. Überlegt mal, da haben wir schon ungefähr einen Preis von 60 Euro oder so zusammen und ihr zahlt, glaube ich, für eine Loot Chest nur 25 Euro. Ab 25 Euro, vielleicht mehr, ich weiß es nicht genau, um die 25 Euro, lasst mich nicht lügen, nagelt mich nicht fest, aber... Wenn ihr euch die Sachen so kaufen würdet, würdet ihr auf jeden Fall viel mehr zahlen. Ich will jetzt nicht hier euch dazu anstiften oder so. Deswegen, das jedem selber überlassen. Mir macht es mega viel Spaß, vor allem weil man eben nicht weiß, was drin ist. Und so Sachen wie zum Beispiel hier Deadpool oder das Crystal Candy Zeug da. Mega nice. Da freue ich mich schon mega drauf, das zu lesen. Leute, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr neu seid, abonniert das Ganze hier.
und schreibt in die Kommentare, wie bereits erwähnt. Schreibt schöne Grüße an Fabian und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Aufnahme gedrückt. Ja, hab ich. Ficker. Arschfickerin.